Brandenburg aktuell. Schönen guten Abend. Peter Wachsmann ist bei mir, auch heute für die Nachrichten zuständig. Guten Abend. Ja, was für ein heißer Herbst heute, auch politisch. Die AfD geht in Berlin auf die Straße trotz Gegenwind. Grüne und Linke in Brandenburg wollen sich stärker profilieren. Und selbst der Chefindianer warf heute in Brandenburg sein ganzes Gewicht in die Waagschale. Unsere Themen. Winnetou for sale, Nachlass von Pierre Brice versteigert. Grüne Planspiele, Parteitag zu Flüchtlingen und Braunkohle. Und Happy End für Tigerbaby. Diego zieht in sein neues Zuhause. Herbstoffensive nennt die AfD ihre momentane Straßenaktion, mit der sie bundesweit Bürger und damit potenzielle Wähler mobilisieren will. Dabei setzt sie vor allem auf das derzeit wohl emotionalste Thema, auf die Flüchtlings- und Asylpolitik. Am Mittwoch hatte Brandenburgs AfD in Cottbus eine Kundgebung abgehalten. Heute fand in Berlin eine große AfD-Demonstration statt, die schon im Vorfeld für viel Wirbel sorgte. Ronald Schleif. Schon zu Beginn hatten Gegendemonstranten versucht, eine Polizeisperre zu durchbrechen und zum Treffpunkt der AfD zu gelangen. Dabei kam es zu heftigen Rangeleien. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Ein Beamter wurde verletzt. Nach Polizeiangaben zogen etwa 5000 AfD-Anhänger vom Roten Rathaus zu einer Abschlussveranstaltung am Hauptbahnhof. Bei einer Auftaktkundgebung sprachen unter anderem die Europaabgeordnete von Storch und Parteichefin Petri. Sprechchöre skandierten, Merkel muss weg. Die Kanzlerin ist nach AfD-Lesart schuld an der Flüchtlingskrise. Ursprünglich wollte die AfD 10.000 Demonstranten mobilisieren, das gelang nicht. Die größte Kundgebung gegen die AfD fand am Brandenburger Tor statt. Zu ihr hatten auch die Berliner Landesverbände von SPD, CDU, Grünen und Linken aufgerufen. Dort kamen nach Polizeischätzungen etwa 1.100 Menschen zusammen. Keine Experimente, so könnte die Überschrift lauten bei der Wiederwahl der beiden Parteichefs der Brandenburger Grünen. Heute bei der Landesdelegiertenkonferenz in Neuenhagen, wie die Grünen ihren Parteitag nennen, wurden die beiden nicht nur bestätigt, sondern erhielten jeweils bessere Ergebnisse als bei ihrer letzten Wahl. Es gab auch keine Gegenkandidaten. Experimentierfreudiger zeigten sich die Grünen bei den Inhalten, bei klassischen grünen Themen. Andreas König. Mit großer Mehrheit wiedergewählt, die alte ist auch die neue Doppelspitze bei den Grünen. Petra Buttke, die Lehrerin aus dem Havelland, und Clemens Rostock, der Wirtschaftswissenschaftler aus Oberhavel. Doch anders als sonst auf Parteitagen stand die Wahl heute nicht so im Mittelpunkt. Mit ihren Plakaten machten die Grünen deutlich, welches Thema ihnen derzeit am meisten am Herzen liegt. Dabei ist für die Delegierten nicht das viel diskutierte Ob entscheidend, sondern wie wir es schaffen, all die Flüchtlinge aufzunehmen, die hierher kommen. Ich glaube, das ist der wichtige Leitsatz für uns Grüne, den wir uns immer wieder vergegenwärtigen müssen, aber noch wichtiger, breit in die Bevölkerung tragen müssen. Keine Mauer kann Humanität aufhalten. Ein Aktionsplan soll her und der Ministerpräsident müsse sich endlich der Bedeutung des Themas bewusst werden, fordert die Landesvorsitzende. Es geht darum, wie wir es schaffen, die Geflüchteten in unsere Gesellschaft zu integrieren. In unsere Kitas und Schulen, in Ausbildung und Arbeit, in unsere Städte und Dörfer. Und damit können wir nicht früh genug anfangen. Mit der Schaffung von Wohnraum, mit Deutschunterricht und Berufsberatung. Und das muss schon in der Erstaufnahme beginnen. Mit Willkommensklassen für die Kinder und Jugendlichen und mit Integrationskursen für die Erwachsenen. Die Grünen bekräftigten auch ihre Forderung an die Landesregierung, die Asylpolitik noch stärker zur Chefsache zu machen. Etwa mit einem zusätzlichen Staatssekretär, der nur für die Flüchtlinge zuständig ist. Ich finde, da ist einiges in die richtige Richtung gelaufen, Asylkabinett, Abstimmungsrunden. Aber wir sind der Meinung, das Thema wird uns die nächsten Jahre weiter fordern. Und wir würden uns wünschen, dass da auch der Ministerpräsident noch stärker einsteigt und dass das in der Staatskanzlei ganz hoch angesiedelt wird. Bei ihrem Stammthema Energiewende und Braunkohleausstieg haben die Grünen keinen Aktionsplan gefordert, sondern gleich einen beschlossen. Dabei geht es um einen Strukturwandel in der Lausitz weg von den Tagebauen, die Nutzung erneuerbarer Energien und einen länderübergreifenden Städtebund. Denn gemeinsam mit den Sachsen wollen Brandenburgs Grüne die Zukunft der Lausitz nach der Kohle gestalten. Clemens Rostock ist bei uns, einer der neuen und alten Parteichefs der Grünen hier in Brandenburg. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ja, mit 91,7% sind Sie wiedergewählt geworden. Das ist ja schon fast ein überraschendes Ergebnis. Ja, überraschend vielleicht für andere, aber wir haben gute Arbeit geleistet und das honorieren die Mitglieder. Mhm.
Also ein Vertrauensvorschuss und jetzt in diesem Jahr dann also auch eine Bestätigung. Wir haben es gerade im Beitrag gehört, länderübergreifender Städtebund soll geplant sein, um einen sozialverträglichen Strukturwandel in der Lausitz nach der Braunkohle hinzubekommen. Nicht nur Sachsen, auch Polen wollen Sie im besten Fall noch damit ins Boot holen. Glauben Sie jetzt nach der nationalkonservativen Regierung, die jetzt bei der Parlamentswahl in Polen denn da an die Macht gekommen ist, dass die überhaupt noch ein Interesse an ihren Klimaschutzzielen haben? Ja, es geht eher um eine kommunale Sache. Es gibt in der Oberlausitz schon den Oberlausitzer Städtebund. Und der funktioniert ganz gut im Bereich Vermarktung von Tourismus und Absprachen von Verkehr. Das wünschen wir uns für die ganze Lausitz. Und zu der ganzen Lausitz gehören auch einzelne Städte in Polen. Und da muss nicht unbedingt die Regierung in Warschau mit dabei sein. Aber spricht ja schon für das Klima, was zurzeit dann doch in Polen auch herrscht. Ja, schon. Aber auf kommunaler Ebene sind ja oft die Politiker viel pragmatischer und arbeiten an kleinen Lösungen und da geht es auch über Parteigrenzen und auch über Ländergrenzen hinweg. Das erwarten Sie auch in diesem Fall? Naja, daran müssen wir natürlich arbeiten. Wie sind denn? Naja, man muss das Gespräch erstmal aufnehmen. Das ist jetzt eine Idee und damit werden wir in die Städte gehen. Wir haben ja auch unsere Kommunalos vor Ort. Wir haben auch unsere Amtssprechpartner in Polen, die Grünen dort. Und werden gucken, wie weit wir mit dieser Idee kommen. Es ist halt eine aus einem ganzen Katalog. Aber nichts tun ist ja auch keine Alternative. Also das ist einer unserer Vorschläge. Jetzt sind Sie ja auch studierter Volkswirtschaftslehrer. Ja, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften haben Sie studiert. Können Sie denn das Profil Ihrer Partei dahingehend stärken, dass die Leute auch sagen, Grüne können auch Wirtschaft und Arbeitsplätze, dass es eben nicht zu einem grünen Strukturbruch in der Lausitz kommt? Das ist genau unser Anliegen. Also wir hatten in den 90ern den großen Bruch. Da sind wir hineingeschlittert durch die Wände sozusagen. Und wir wollen diesmal, wo wir das Ziel kennen, wir haben jetzt gesehen, auch die Kraftwerksreserve führt zum Abschalten von Kraftwerksblöcken, dass wir planvoll damit umgehen, den Strukturwandel begleiten, aktiv. Und wir haben gesagt, dass dazu gehört ein Dreiklang. Zum einen, wofür kann die Infrastruktur und das Know-how der Braunkohle noch genutzt werden? Aber wie kann das aus der Opposition heraus passieren? Regierungsverantwortung haben Sie ja nicht. Ja gut, das entlässt uns ja nicht aus der Aufgabe, Vorschläge zu machen und die Regierung vor uns herzutreiben. Wir haben lange dafür gekämpft, überhaupt mal über den Ausstieg zu reden. Da kommt langsam was in Bewegung. Selbst die CDU nimmt Teile unserer Forderungen auf. Und wir wollen wieder einen Schritt weiter sein und wollen uns nicht mehr so sehr mit dem Ob beschäftigen, sondern mit dem Wie. Und da machen wir halt Vorschläge. Ein anderer Schwerpunkt war heute die Flüchtlings- und Asylpolitik. Da haben Sie auch klare Zeichen gesetzt. Es hieß auch auf Ihrem Parteitag, es gab das Selbstzitat, wir sind die einzigen richtigen Anwälte der Flüchtlinge. Ist das Ihr Plädoyer für ein uneingeschränktes humanitäres Bleiberecht? Also es gibt zumal erstmal das Grundrecht auf Asyl und ein Grundrecht ist nicht einzuschränken. Jeder, der auf der Flucht ist, hat das Recht, hier geprüft zu bekommen, ob er einen Grund hat, hier zu bleiben. Und wenn er den Grund hat, dann wollen wir ihn auch aufnehmen und können nicht einfach vorher eine Zahl ziehen, du kommst noch rein, der Nächste nicht mehr, auch wenn er einen Grund hat, Asyl zu bekommen. Also ein Grundrecht kann man nicht einschränken, das schon. Es gibt auch eine Resolution, Kampf gegen Rechts. Wie soll das konkret aussehen? Ja, wir wünschen uns, dass eben die Hetze im Netz und auf der Straße konsequent verfolgt wird, dass da auch der Staatsschutz mit stärker einbezogen wird. Mhm. Und aber insgesamt kann man diese Hetze nicht mit dem Rechtsstaat allein bekämpfen. Wir sind aufgefordert, eine starke Gesellschaft zu schaffen, Leute, die widersprechen, die aufklären und auch einfach schlicht helfen, um ein gutes Beispiel zu geben. Sagt Clemens Rostock, der alte und neue Parteichef an der Doppelspitze der Grünen hier in Brandenburg. Dankeschön. Ja, nicht nur die Grüne, auch Brandenburgs Linke halten an diesem Wochenende ihren Parteitag ab. Die Regierungspartei will sich gegenüber dem größeren Koalitionspartner besser profilieren. Peter. Die Linke will sich offenbar stärker vom Regierungspartner SPD abgrenzen. Auf einem Parteitag in Potsdam forderte der Landesvorsitzende mit scharfen Worten mehr Selbstbewusstsein von seiner Partei. Linken-Parteichef Görke schwor die gut 100 Delegierten bei seiner Rede darauf ein, verstärkt eigene Akzente in der Regierungsarbeit zu setzen und den Konflikt mit den Sozialdemokraten nicht zu scheuen. Hören wir doch mal endlich auf, bei jedem Vorhaben schon zunächst einmal darüber nachzudenken, ob die Sozialdemokraten das mittragen würden. Und lösen wir uns endlich von der Frage, ob dieses oder jenes Projekt bei der nächsten Wahl uns Stimmen kostet. Wisst ihr, was die Brandenburger brauchen? Die brauchen eine Partei, die klar ist in den Konturen. Dann wird sie auch beim nächsten Mal erfolgreich als Wahlalternative angekreuzt. Schwerpunktthemen waren Bildung, Asylpolitik und soziale Gerechtigkeit. Die Linke müsse ihre Kernthemen wieder stärker in den Vordergrund rücken, betonte Görke. Morgen ist das Streitthema Verwaltungsstrukturreform Hauptthema des Parteitages.
In einer Bundeswehrkaserne in Strausberg soll eine weitere Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge entstehen. Mitte nächsten Jahres könnten erste Asylbewerber einziehen, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums. Ziel sei es, in mehreren Ausbaustufen Platz für 2000 Flüchtlinge zu schaffen. Derzeit gibt es landesweit 11 Außenstellen der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt. Hier leben rund 3000 Menschen. Für Toleranz und Offenheit demonstrieren zur Stunde rund 100 Einwohner in Rheinsberg. Sie stellen sich damit einem Demonstrationszug sogenannter besorgter Bürger entgegen. Diese wollen mit einem Abendspaziergang durch die Innenstadt ziehen, um gegen die Unterbringung von Flüchtlingen im Stadtzentrum zu demonstrieren. Ich glaube, es lassen sich viele Rheinsberger verführen von diesem Titel Abendspaziergang. Aber wer politisch ein bisschen interessiert ist, der weiß, dass Abendspaziergang ein Titel ist seit einem Jahr von Pegida und jetzt auch durch Brandenburg, Oranienburg, Velten, vorige Woche in Lindow. Und immer sind die Rechten dahinter. In diesem Hotel in der Rheinsberger Innenstadt wurden in der vergangenen Woche 71 Flüchtlinge aus Syrien und Tschetschenien untergebracht. Dies hatte in der Stadt für heftige Diskussionen gesorgt. Bei der Lufthansa wurde auch heute gestreikt. Die Flugbegleiter wollen so mehr Lohn und eine sichere Altersversorgung durchsetzen. In Berlin wurden heute alle Flüge zwischen Tegel und Frankfurt am Main gestrichen. 25 Verbindungen fielen laut Lufthansa aus. Der Ausstand soll bis zum kommenden Freitag dauern. Morgen soll es aber eine Streikpause geben. Flüge der Lufthansa-Tochterunternehmen wie Germanwings sind vom Streik aber nicht betroffen. Er war ein Jäger und Sammler von schönen Dingen. Der Häuptling unter den Filmindianern, Pierre Brice. Während Winnetou nur ein Pferd hatte, fuhr Brice auf über 200 Pferdestärken ab. Aber nicht nur sein Jaguar, sondern über 1500 Dinge aus dem Nachlass des im Sommer verstorbenen Schauspielers kommen an diesem Wochenende in Mühlenbeck unter den Hammer. Carsten Krippal über den Schatz in Oberhavel. 1800 zum Ersten, 1800 zum Zweiten, 1900 das nächste Gebot. Winnetous Sachen gingen heute weg wie Whisky in einem Wildwest-Saloon. Für ein paar Silberlinge war hier aber nichts zu holen. Frust bei so manchem Fan. Ja, man ist enttäuscht. Man ist extra hergefahren, weil man unbedingt das Teil haben wollte und nun klappt es doch nicht. Mit den Messern fuchtelte Pierre Brice nicht nur auf der Leinwand rum. Der Film-Indianer sammelte auch privat viel spitzes Metall. So wie Rainer König aus Wandlitz, der heute einen Dolch eroberte. Die Aufregung ist vorbei. Man freut sich einfach nur, dass man so ein schönes Stück hat. Ja, und dann konnte ich eben auch noch mit seiner Frau sprechen. Und das war noch mal einer oben ruf, sag ich mal, zu dieser Auktion. Ich habe aber leider nicht erfahren, von welchem Offizier es gewesen ist. Ich dachte, dass ich da noch eine Information bekomme, aber konnte sie mir nicht sagen. Das Ding lag 40 Jahre auch bei ihr im Wohnzimmer zu Hause. Es ging den Menschen hier heute um Geschichten. Am liebsten die, die noch nie erzählt wurden. Ganz private Dinge halt von Pierre Brice und seiner Familie. Es ist eine entsprechende Teekanne aus der Familie von seinen Eltern, wo er selber auch sehr viel Tee getrunken hat und sehr ungerne diese Kanne losgelassen hat. Witwe Hella Brice, sie kam den Fans ihres Mannes heute wirklich ganz, ganz nah. Gerade habe ich jemanden kennengelernt, der die Silberteekanne ersteigert hat, die mein süßer Pierre, ja, jeden Morgen benutzt hat. Und da kamen mir die Tränen vor Freude, weil ich die Dame ganz lieb und stark ins Herz geschlossen habe. Und das ist der schönste Punkt für mich, zu wissen, wo die Sachen hingehen und dass sie in gute Hände gelangen. Zur Stunde wird die legendäre Winnetou-Silberbüchse versteigert. Fünfstellige Summen sind wohl schon geboten. Morgen das letzte Exponat wird übrigens der Jaguar sein, der Wagen von Pierre Brice. Kostenpunkt? Werden wir sehen, wissen wir noch nicht. Mehr als 1500 Familienstücke und Filmrequisiten kommen insgesamt unter den Hammer. Ein Teil des Erlöses will die Witwe an die Initiative Dalai Lama Future for Children stiften. Für die meisten Brandenburger bleiben wohl von Winnetou jedoch nur Erinnerungsfotos. Winnetous Amerika lag ja bekanntlich im Osten, gedreht wurde im damaligen Jugoslawien. Aber als osteuropäischer Film wäre er beim Filmfestival Cottbus wohl nicht durchgegangen.
Cottbus ist in dieser Woche wieder die Hauptstadt des osteuropäischen Films. Rund 200 Filme zeigen ein Osteuropa, wie es in unseren Nachrichten oder im Popcorn-Kino kaum auftaucht. Vom kleinen Filmprojekt bis zu großen Kinostreifen. Seit 19 Uhr läuft die Preisverleihung der Wettbewerbsfilme in der Stadthalle Cottbus. Bei der 25. Ausgabe des Festivals winken dem Hauptgewinner in der Kategorie Spielfilm 25.000 Euro. Insgesamt werden Preise in Höhe von rund 77.000 Euro vergeben. Und der RBB stiftet übrigens das Preisgeld für die beste Regie. Ja, Schlagzeilen machte Cottbus in den letzten Wochen allerdings mehr durch fremdenfeindliche Demonstrationen und Übergriffe. Ganz ausblenden konnte man das in dieser Filmfestivalwoche auch nicht. Beim internationalen Treffen wollten nicht alle mitfeiern. Schade, denn da hat man doch echt was verpasst, wie Jana Gebauer beobachten konnte auf ihrem nächtlichen Streifzug durch die Weltmetropole für eine Woche. Entlang der blauen Linie starten wir in der Stadthalle. Im Foyer gibt's den Radio 1 Talk mit Knut Elstermann. 200 Filme aus 40 Ländern, das beeindruckt. Es gab eigentlich fast alles und ich denke mir, das ist auch sehr gut, weil das unterläuft auch so bestimmte Klischeevorstellungen osteuropäisches Kinos. Immer trist, immer grau, immer Nebel, es regnet, alle sind traurig. So ist es schon lange nicht mehr. Und die kroatische Schauspielerin Tijana Lazovic ist begeistert vom Festival. Alle hier sind so begeistert von Filmen. Es ist toll, viele Leute aus der Branche zu treffen. Und in Cottbus ist eine wirklich gute Atmosphäre. Doch nur ein paar hundert Meter weiter versammeln sich zur selben Zeit rund 200 Menschen auf dem Altmarkt. Wieder eine Demo mit fremdenfeindlichen Inhalten, die zweite in dieser Woche in Cottbus. Doch tangiert das die Festivalbesucher rings um den Altmarkt? Das, was so am Rand passiert und die Leute, die eine Einstellung haben, die wir nicht teilen, das ist nicht Cottbus oder das ist nicht die Einstellung der Menschen, die hier grundsätzlich leben. Es sind einfach so eine Randerscheinung, die es in jeder Stadt wahrscheinlich gibt. Viele hier haben möglicherweise gar nichts von der Demo mitbekommen. Die Bars sind voll, wenn Festivalzeit ist. Bestimmendes Thema: die Filme aus Osteuropa. Man sieht sehr viel von den Charakteren in den amerikanischen Filmen. Stört mich zum Teil, dass die Charaktere sehr oberflächlich angelegt werden. Hier kann man wirklich tiefgründig in die einzelnen Personen hineinblicken und es ist einfach interessant und macht Spaß zuzuschauen. Weiter geht's zum Kino Weltspiegel. Hier beginnt gleich Teil 2 der langen Nacht der kurzen Filme. Für mich ist es eine super Abwechslung. Also es sind immer wieder verschiedene Filme, die nacheinander gezeigt werden. Ist für mich immer wieder spannend. Und interessant ist natürlich dann auch das Gespräch mit den Regisseuren dann im Anschluss. Von der Sache her, die Kurzfilme immer wieder sehr gut, wie man das auf kurzen, knappen, mit wenigen Mitteln eigentlich so viel sagen kann. Und für die jungen Filmemacherinnen aus Russland ist diese Filmnacht besonders wichtig. In Moskau haben wir das Problem der Zensur. Wir dürfen keine kritischen Filme zeigen. Jeder Film, sei er noch so kurz, wird vorher von der Regierung geprüft. Weiter geht's durch die Nacht zur Galerie Fango, ein wenig außerhalb vom Stadtkern. Hier trifft man sich nach dem Filmeschauen in Wohnzimmeratmosphäre. Und wer so richtig feiern will, den zieht's in den Festivalclub Skandale. Da ist so viel internationales Publikum hier und es mischt sich so mit dem Publikum, was eh hier ist. Interessante Gespräche, auch die man an der Bar mitkriegt, so von Leuten, die sonst woher kommen. Das ist schon immer ziemlich spannend, jedes Jahr wieder. So vielfältig wie Osteuropa ist, so wird in Cottbus in der Festivalwoche gefeiert. Im Rahmenprogramm des Festivals wurde übrigens auch der Film Vehement Cottbus gezeigt. Ein Film aus der Fankurve für die Fankurve über den FC Energie. Die Nordkurve blieb heute aber nicht leer, weil die alle den Film sehen wollten oder sonst wie in der Filmnacht stecken geblieben sind. Nein, es war Teil einer dicken Strafe durch das DFB-Sportgericht. Leere Ränge im Stadion der Freundschaft. Sollte das die bisherige Bilanz von Trainer Mariuzza trüben? Thorsten Michels.
Ein komisches Gefühl, keine Fans im Rücken. Neben der Sperre der Nordwand kassiert der Club zusätzlich eine Geldstrafe von 36.000 Euro für das Fehlverhalten seiner Anhänger. Doch das Team von Trainer Mriuza gegen den VfB Stuttgart 2 keineswegs verunsichert. Die Cottbusser mit viel Selbstvertrauen und dem 1:0 nach Freistoß durch einen Kopfball von Kapitän Uwe Mörle. Die Lausitzer mit dem unbedingten Willen, sich aus der Abstiegsregion der dritten Liga zu verabschieden. Kurz vor der Pause trifft Patrick Breitkreuz in Schwarze. Mit einem 2:0 Vorsprung geht es in die Kabinen. Doch nach dem Seitenwechsel beginnt das große Zittern. Zunächst gelingt den Stuttgartern per Freistoß der Anschlusstreffer. Und in der Nachspielzeit gibt es dann nach dem folgenden Foulspiel im Strafraum sogar noch einen Elfmeter für die Gäste. Den verwandeln die Stuttgarter souverän zum 2:2 Endstand. Cottbus steht nach diesem Remis als Tabellen-16. Nur aufgrund des besseren Torverhältnisses, nicht auf einem Abstiegsplatz. Naja, das muss weniger Fans wenigstens mit ansehen. Wir machen weiter mit Nachrichten. Noch einmal Peter. In Potsdam wurde heute gegen die Freistellung der Stadtteilpfarrerin Ute Pfeiffer protestiert. Die Seelsorgerin hatte sich stark bei der Suche nach dem 6-jährigen Elias engagiert. Der Junge war Anfang Juli verschwunden. Seit einer Woche ist klar, dass er tot ist. An der Versöhnungskirche im Stadtteil Drewitz demonstrierten Gemeindemitglieder gegen die Entscheidung der Kirche, ihre Pfarrerin zu suspendieren. Warum sie freigestellt wurde, ist bis heute unklar. Ein für morgen geplanter Gottesdienst für Elias musste abgesagt werden, sehr zum Ärger vieler Potsdamer. Die Demonstranten fordern von der Kirchenleitung Aufklärung, warum ihre beliebte Pfarrerin nicht mehr hier arbeiten soll. Mehr als jeder dritte Euro aus EU-Fördermitteln für die Medienwirtschaft fließt nach Brandenburg und nach Berlin. Von 2010 bis 2014 waren das knapp 32 Millionen Euro. Das teilte Wirtschaftsminister Gerber mit. Die Tendenz dieser Branche zeige weiter nach oben. Hier arbeiteten bereits mehr als 10.000 Beschäftigte. Zur Medienwirtschaft gehören unter anderem Film- und Rundfunkunternehmen, aber auch Presse, Werbung und die Spieleindustrie. Shoppen und sich gleichzeitig um die eigene berufliche Zukunft kümmern, das konnten heute Besucher des A10-Centers in Wildau. Auf der Ausbildungsmesse Impuls präsentierten mehr als 70 Unternehmen und Behörden ihre Angebote. Wie hier am Stand des Finanzamtes erklärten Jobprofis den Interessenten, was in den jeweiligen Berufen auf sie zukommt. Auf besonders großes Interesse stießen erneut die Stände von Landes- und Bundesbehörden. Die Azubi-Messe im A10-Center fand bereits zum 6. Mal statt. Wintersport im goldenen Herbst. Das gab es heute in Bad Freienwalde. Dort traten rund 150 Teilnehmer aus Polen, der Ukraine, Estland, Lettland, Südkorea und Deutschland bei den offenen Landesmeisterschaften von Brandenburg gegeneinander an. Statt auf Schnee sprangen sie auf Matten im Spezialsprunglauf und in der nordischen Kombination. Das Schanzenrevier Bad Freienwalde ist das nördlichste Skisprungzentrum Deutschlands. So richtig aufdrehen wollten Potsdams Turbinen zum Saisonstart nicht. Da war man plötzlich im Sinkflug auf einen ungewohnten Abstiegsplatz. Neues Selbstvertrauen tankte man dann nach dem 3:0-Sieg letztes Wochenende gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Beim DFB-Pokal-Achtelfinale ging es heute schon wieder gegen Hoffenheim. Das sollte doch auch ein zweites Mal zu schaffen sein, oder? Tim Tonder. Seit fast 45 Jahren ist Bernd Schröder bei Turbine und wünscht sich zum Abschluss dieser Ära noch einmal eine Trophäe nach Potsdam zu holen. Doch direkt zu Beginn der Partie muss er erstmal einen Schock verdauen. Spielmacherin Patricia Hanebeck rüde gefault von Hoffenheims Fabienne Dongus, die nicht einmal gelb sieht. Bereits in der dritten Minute ist klar, das Spiel für Hanebeck gelaufen. Beim Abtransport Richtung Krankenhaus packt Co-Trainer Heinrichs eigenhändig an, Diagnose Wadenbeinbruch. Als wäre das nicht genug, kurz darauf muss auch Abwehrchefin Inka Weseli passen, altbekannte Knieprobleme. Jetzt erst recht scheint die Devise der Potsdamerin, toller Pass von Felicitas Rauch auf Svenja Huth. Das 1:0 in der 36. Minute. Die vielen Turbine-Fans unter den 1.240 Zuschauern hoffen auf weitere Treffer. U19-Weltmeisterin Rauch wieder mit links. Die eingewechselte Schwalm verpasst, aber Marina Macansar ist auch noch da. Das 2:0 nur drei Minuten nach der Führung durch die Französin.
Perfektionist Schröder hat in der Halbzeitpause trotzdem noch Verbesserungsvorschläge. Die scheinen zu fruchten, kaum ist das Spiel wieder angepfiffen, wieder Flanke Rauch und Makonza legt nach. 3:0. Turbine Potsdam scheint tatsächlich wieder zurück in der Spur zu sein. Nach drei Torvorlagen versuchte es Felicitas Rauch dann auch selbst. 4:0. Der Endstand nach 47 Minuten. Potsdam zieht verdient ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Es ist für den Verein, für das Land, für die Stadt, für mich, für alle, für den, ist es sehr gut. Ich denke schon, dass wir da alle Möglichkeiten auch haben. Wir wissen ja alle, wir waren 7-mal im Finale und glaube ich 4 oder 5-mal noch im Halbfinale. Wir müssen eigentlich wieder mal reinkommen und dann mal wieder gewinnen. Die gute Laune ist zurück bei Turbine und die Chance auf den 4. DFB-Pokalsieg der Vereinsgeschichte bleibt bestehen. Großer Hype um diesen kleinen Tiger heute in Tempelfelde. Diego, das Findelkind aus Bernau, hat ein neues Zuhause bekommen. Endlich. Bestes Umzugswetter hat auch geherrscht. Joanna Jambor war dabei. Es ist die wohl außergewöhnlichste Tiergeschichte des Jahres, die von Findeltiger Diego. Noch weiß keiner so genau, kommt er aus dem warmen Indien oder aus dem kalten Sibirien? Nicht die Hand ins Maul stecken, höre ich gerade. Aber das ist heute auch egal, denn sein neues Glück ist in Brandenburg in seinem neuen Zuhause in Tempelfelde. Rückblick August. Mehr tot als lebendig für Diego vor der Haustür der Tierärztin Doris Tesch ausgesetzt. 3 Monate später und mit 1000 Flausen im Kopf zieht er ins Wildkatzenzentrum Barnim. Schon ganz schön gut gebrüllt, kleiner Tiger. Ich glaube, der weiß gar nicht, wie kräftig der ist, ne? Das ist oder? Der Punkt, ja. Das ist ja. Der Punkt. Das Problem ist nur, wenn er irgendwann feststellt, dass er stärker ist als Mensch. Ja. Das Wetter passt ihm aber ganz gut, oder? Ja, das stimmt, auf alle Fälle. Also er ist sowieso lieber draußen als drinnen. Das hat man eben auch bei uns schon deutlich angemerkt. Also Garten oder hier eben draußen Gehege ist immer das Allerbeste. Da findet man auch so viel zum Spielen. Schon eine traurige Geschichte, aber es ist ein Sechser im Lotto, so ein Tier zu kriegen, oder? Auf jeden Fall. Es ist ein unvergessliches Erlebnis, was man wirklich nicht beschreiben kann. Er ist ein Wildtier, aber so lieb und eigentlich aggressionslos. Die erste Zeit war er viel mehr Vegetarier wie Fleischfresser. Er mochte Fleisch überhaupt nicht. Er fand es total eklig. Also er musste die erste Zeit mit Rinderhack regelrecht gestopft werden. Jede Pflanze, jeder Grashalm war spannender als eine Portion Fleisch. Schauen wir auf die Aussichten. Die Nacht wird mild bei 12 bis 14 Grad. Im Norden Regen und starke Böen. Auch morgen wird es windig, dafür bleibt es trocken. Maximal 18 Grad in der Lausitz. Im Wildkatzenzentrum gibt es übrigens noch 40 andere Bewohner. Lysanne, das sind ja tolle Freunde, die Diego hier kriegt. Ja, auf alle Fälle. Das hier zum Beispiel ist ein Binturong, ja. Eine Schleichkatze aus Südostasien. Ja. Nuckelt am Finger, Sie sehen es nicht, aber ich spüre es. Auch noch ein Jungtier. Für Diego wird ein extra Gehege gebaut, für das nun Spenden gesammelt werden. Wie wird denn sein Tigerleben hier aussehen? Wir hoffen, dass er ein schönes Leben hat und wenn wir noch schaffen, einen Partner dazu zu kriegen, dann wird es ein abwechslungsreiches Tigerleben. Das heißt, der kriegt vielleicht im Frühling ein Mädchen? Ja, wann er das kriegt, wissen wir nicht. Wir sind zumindest daran interessiert, ja, ihm einen artgerechten Spielgefährten zur Seite zu stellen, weil sonst könnte es schon ziemlich langweilig werden. Das ist nicht ganz unwichtig, aber für Sie zu wissen, oder? Ob Indien oder Sibirien? Naja, bei uns geht es eigentlich nur darum, dass wir wissen, wie viel Energie müssen wir aufwenden im Winter. In den nächsten 3 Tagen muss noch nicht für den kleinen Tiger geheizt werden. Es bleibt mild bei 16 Grad, aber grau. Dürfen wir denn jetzt alle Diego sehen? Es dürfen alle Leute Diego sehen, die sich bei uns zu einer Führung anmelden. Der ist in den Führungen zu sehen. Nutzen Sie das, er ist einfach unwiderstehlich so klein, ne? Definitiv. Ja. Dankeschön, Joanna. Und damit verabschieden wir uns. Hier gleich die Tagesschau. Anschließend unser Samstagskrimi Mord mit Aussicht. Ja, und die Kollegen von RBB Aktuell, die melden sich um 21.50 Uhr heute mit Sport. Und wir können uns morgen wiedersehen. Bis dahin. Machen Sie es gut. Ciao. Herbstzeit ist Jagdzeit und in der Dübener Heide wurde heute zum Halali geblasen. Hubertusjagd, 40 Treiber und 100 Jäger gehen auf Reh, Rot und Schwarzwild. Prima Ballerina, die Engländerin Melissa Hamilton ist der neue Star der Dresdner Semperoper.
Und Sachsen-Derby. Erzgebirge Aue holt Auswärtssieg beim Chemnitzer FC. Der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Tino Böttcher. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen und Weidmanns Heil. Denn in Sachsen hat in dieser Woche die Drückjagdsaison begonnen. Und der offizielle Startschuss sozusagen, der fiel heute im Forstbezirk Taura in der Dübener Heide. Und zwar mit der Hubertusjagd. Das ist eine der größten Drückjagden im Freistaat mit rund 100 Jägern, 40 Treibern und, klar, unverzichtbar bei so einer Veranstaltung, natürlich auch einer Vielzahl tierischer Helfer. Wie langweilig. Ole darf nicht mitmachen, wenn zur Jagd geblasen wird, weil er erst anderthalb und noch Azubi ist. Herrchen, Jagdleiter Jan Glock lässt ihn immerhin schon mal reinschnuppern. Ede vom Lobertal dagegen oder auch Xaro sind sozusagen alte Spürnasen, schon seit Jahren bei der Hubertusjagd dabei. Ihre Aufgabe? Stöbern vorzugsweise. Das ist Wild suchen, Wild finden und anzeigen. Ja, und raustreiben, möglichst dem Jäger vor die Flinte bringen. Auch Pia und Gypsy sind mit dieser Aufgabenstellung unterwegs und das mit sichtbarem Vergnügen. Gemeinsam mit den Treibern stöbern sie durch den Wald, drücken das Wild in Richtung der wartenden Schützen, daher auch die Bezeichnung Drückjagd. Dazu sind die Hunde besonders gut geeignet, weil sie überall dahin gehen, wo Jagdhelfer, zweibeinige Jagdhelfer nicht hingehen. Nach 3,5 Stunden ist die Jagd für die meisten vorbei, war mehr oder weniger erfolgreich, für andere fängt sie jetzt erst richtig an. Xaro ist 12, zu alt zum Stöbern und wird deshalb zur Nachsuche eingesetzt. Das heißt, jetzt nach der Jagd kommen Jäger und sagen, Mensch, ich habe was beschossen, das Stück liegt nicht, es ist Schweiß da, also es ist Blut da, dann nehme ich Xaro und dann wird nachgesucht. Ole übrigens wird auch zum Schweißhund ausgebildet. Eine Großveranstaltung wie die Hubertusjagd mag manchem unsinnig erscheinen, dahinter aber steckt eine klare Strategie des Staatsbetriebs Sachsenforst. Wir versuchen flächendeckend Scheinwild zu bejagen und wir versuchen die Jagd so zu organisieren, dass er ohne großartige Beunruhigung auskommt. Wir beunruhigen einmal konzentriert und dann wollen wir wieder Ruhe einkehren lassen in den Wald. Mit der Strecke, also dem Jagdergebnis, ist Jan Glock nicht ganz zufrieden. 7 Stück Rotwild und 11 Wildschweine, dazu 3 Füchse, 4 Rehe. Er hatte wohl mehr erwartet. An Adonis, Loni und all den anderen lag es sicher nicht. Sie haben alles gegeben. Sie fordern die, Zitat, Schaffung eines deutschen Sozialismus sowie die Wiederherstellung Gesamtdeutschlands in seinen völkerrechtlichen Grenzen. Das sind nur zwei Ziele einer Partei namens Der Dritte Weg. Und schon diese beiden Punkte lassen erahnen, wes Geistes Kind diese Gruppierung ist, nämlich Rechtsextreme, die heute in Plauen zu einer Anti-Asyl-Demo aufgerufen hatten. Aber einige Plauner hatten sich als Gegenveranstaltung eine ziemlich clevere Spendenaktion ausgedacht. Sie marschieren gegen Zuwanderung. Einen Kilometer weit wollen die Demonstranten des Dritten Weges gehen. Doch jeder Schritt der Asylgegner kommt Plauner Asylbewerbern zugute. Das erfahren die Protestierenden erst angesichts dieser Plakate. Der Dritte Weg marschiert zurzeit sehr häufig. Und wir haben gedacht, wir drehen das einfach mal um. Wenn sie schon immer marschieren durch Plauen, dann sollen sie es auch für eine gute Tat machen. Das heißt, wir sammeln Spenden ein für das Flüchtlingsheim in Plauen. Ein Großaufgebot der Polizei sichert die Demonstrationsroute. Mehrfach wird den Asylgegnern vor Augen geführt, dass mit jedem weiteren Meter, den sie marschieren, 3 Euro für Willkommenskultur gespendet werden. 10 Plauener Unternehmen und einige Privatpersonen wehren sich so auch ohne ihr Erscheinen gegen rechts. Das können sie gerne machen, können sie gerne spenden. Wir machen da lieber was anderes da. Wir haben jetzt gerade was ins Leben gerufen, um deutschen Obdachlosen was zu spenden. Der Dritte Weg ist eine bundesweit agierende Partei mit geschätzt gerade einmal 200 Mitgliedern. Seine Ziele: Heimat bewahren, Todesstrafe einführen, ein sogenanntes Gesamtdeutschland friedlich wiederherstellen. Die Plauner Gegendemonstranten halten das für geistige Brandstiftung. Aus unserer Sicht gibt es da überhaupt keinen Diskussionsbedarf, dass das einfach rechtsextrem ist. Und das ist schlecht, klar. Und da gilt es entgegenzutreten, auf jeden Fall. Mit ihrem Marsch haben die Zuwanderungsgegner mindestens 3.000 Euro Spenden erzwungen. Der Spielplatz des Plauner Asylbewerberheimes soll davon saniert werden.
Tja, die Flüchtlingskrise, die Asylpolitik war auch das zentrale Thema heute auf dem Landesparteitag der sächsischen SPD in Görlitz. Zumal der Parteichef der Sozialdemokraten, Martin Dulich, ja jüngst für Unruhen in den eigenen Reihen gesorgt hatte. Nämlich als er forderte, die Flüchtlingswelle müsse eingedämmt bzw. gestoppt werden. Und das hat eben nicht jedem in seiner Partei gefallen. Und dementsprechend stand die Asylpolitik heute eben im Mittelpunkt dieses Parteitags. Es sei kein normaler Parteitag, hatte Martin Dulich bereits im Vorfeld festgestellt, denn es seien auch keine normalen Zeiten. Ein Jahr ist die Sachsen-SPD nun in Regierungsverantwortung. Vieles von dem, was sich die Sozialdemokraten vorgenommen hatten, finde sich im Regierungshandeln wieder. Mehr Lehrer, mehr Kinderbetreuer, weniger Polizeiabbau, weniger Niedriglohnstrategie, zählt der SPD-Vorsitzende auf. Doch eine riesige Aufgabe ist dazugekommen. Eine ehrliche Analyse zeigt, dass wir mit der großen Dynamik der Flüchtlingszahlen an unsere Grenzen gekommen sind und vielleicht sogar schon darüber hinaus. Deshalb müssen wir auch Entscheidungen treffen bzw. sie akzeptieren, die uns schwerfallen und noch vor wenigen Monaten kaum vorstellbar waren. Wir müssen dafür sorgen, dass zumindest zeitweise weniger Menschen bei uns ankommen. Und mit dieser Forderung hatte Dulich schon zuvor den Unmut vieler Parteifreunde auf sich gezogen. Inhaltlich bleibt er bei seiner Aussage, auch wenn er heute nicht mehr von Flüchtlingswellen, sondern von Menschen spricht. Doch bei aller Kritik am Vorsitzenden, auf dem heutigen Parteitag sucht man auch das Verbindende. Ja, er hat sich entschieden, diesen rhetorischen Weg zu wählen. Ich teile den nicht. Diese Kritik haben wir ja auch deutlich gemacht. Man muss sich in den Formulierungen nicht immer einig sein. Wichtig ist das Ziel und das Ziel ist, Integration ist eine Chance. Eine Abrechnung gibt es mit Pegida, eine Warnung an die Mitläufer. Erst sind es Worte, dann Fäuste, dann Steine, Feuer. Irgendwann geht's ums Leben. Die Nazis von einst konnten auch nur an die Macht gelangen, weil eine wachsende Zahl von Mitläufern es gab, die mitgeschrien und mitgemacht haben. Und am Ende wollten die Mitläufer von alledem nichts gewusst haben. Zur neuen Generalsekretärin wurde Daniela Kolbe gewählt. Die Leipziger Bundestagsabgeordnete spricht von einer doppelten Integrationsaufgabe, die die heimische Bevölkerung ebenfalls umfassen müsse. Auch dem Koalitionspartner attestiert sie Defizite. Es gibt einige innerhalb der CDU, die ich eher als Integrationshemmnisse bezeichnen würde, weil sie mit ihren Vorschlägen jedenfalls nicht zur Lösung des Problems beitragen. Verabschiedet wurde ein Initiativantrag für ein sächsisches Integrationsgesetz. Die zuständige Ministerin hofft darauf, ihre CDU-Kollegen im Kabinett dafür gewinnen zu können. Auch die sächsischen Grünen haben sich an diesem Wochenende zu ihrem Parteitag getroffen. Seit der Landtagswahl vor gut einem Jahr musste sich die Partei ja erstmal neu aufstellen und sich erholen von dem Abgang der beiden zerstrittenen Parteigrößen Antje Hermenau und Johannes Lichti. Aber der Parteitag in Großenhain hat gezeigt, die Zeit der inneren Spaltung, die scheint vorbei. Die Grünen versuchen wieder neue eigene Akzente zu setzen. Die Personalquerelen sind Vergangenheit. Einigkeit herrscht vor allem bei der Flüchtlingspolitik. Der neue Parteichef Jürgen Kasek warf der sächsischen Regierung systematisches Versagen vor. Die ambivalente Haltung einiger Parteien habe dazu geführt, dass der Hass von Pegida sich in Sachsen habe ausbreiten können. Städte wie Heidenau und Meißen haben sich tief ins kollektive Gedächtnis der Bundesrepublik eingegraben. Und wer über rechte Gewalt in Sachsen redet, darf über das Versagen des Rechtsstaates und des Verfassungsschutzes nicht schweigen und muss Antworten geben können, wie das Gewaltmonopol des Staates wiederhergestellt werden kann. Die knapp 100 Delegierten verabschiedeten einen Antrag zur Asylpolitik. Daran fordern sie die Verdopplung der Plätze in der Erstaufnahme, mehr sozialen Wohnungsbau und eine bessere Betreuung und Integration von Flüchtlingen. Fraktionschef Volkmar Czocke ging bei seiner Rede auch auf die fremdenfeindliche Stimmung im Land ein. Wir erleben gerade die schlimmste Welle rassistischer Gewalt seit den 90er Jahren. Und Sachsen, und ich will es hier einfach noch mal zeigen, steht dabei wirklich im Zentrum. Das ist ein Problem. Und alle reden von der Flüchtlingskrise. Ich sage euch, wir haben hier zuallererst eine rechtsextreme Gewaltkrise, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Kurze Energiekrise. Den Grünen fehlte plötzlich der Strom. Doch die unfreiwillige Partystimmung war nur kurz. Weiteres Thema, der Ausstieg aus der Braunkohle. Wir haben nationale Klimaschutzziele, die sind nicht zu erreichen, wenn die Braunkohle einfach in derselben Weise weiter betrieben wird.
Wir müssen einen gesteuerten Ausstieg für die Lausitz finden. Wir brauchen einen neuen Plan A für die Lausitz und keinen Plan B. Denn der Plan A, einfach weiterbaggern, funktioniert nicht mehr. Ein Jahr nach ihrer personellen Runderneuerung haben Sachsens Grüne einen harmonischen Parteitag hinter sich gebracht und hoffen weiter auf positive Energie. Drei Dinge sollte ein Mann in seinem Leben tun: ein Kind zeugen, einen Baum pflanzen und ein Haus bauen. Und das mit dem Kind, das hat bei knapp 100 jungen Eltern rund um Nossen im vergangenen Jahr schon mal ganz gut geklappt. Und heute nun folgte Schritt 2, denn viele von ihnen haben eben einen Baum gepflanzt. Rund 60 Obstbäume wachsen seit heute an einem Feldweg zwischen Radewitz und Rauslitz. Und jeder dieser Bäume trägt sogar einen Namen. Da wundern sich der kleine Max und auch der kleine Lukas, worauf sich ihre stolzen Eltern wieder eingelassen haben. Ausgerechnet hier auf diesem einsamen Landweg inmitten der Lommatscher Pflege wollen sie mit 60 anderen jungen Eltern Obstbäume pflanzen. Und damit die später mal ordentlich blühen und gedeihen, legen sich die Eltern und auch die Kleinen mächtig ins Zeug. Ich find's einfach für Max wichtig, dass er später was hat, wo man sagen kann, den haben wir für dich gepflanzt, noch nachdem du gekommen bist. Hat er immer einen Punkt, wo er hingehen kann und kann sich seine eigenen frischen Äpfel holen. Und auch bei der Namensfindung für ihre Babybäume waren die Erwachsenen äußerst kreativ. Der heißt Paul, wie mein Sohn. Und er soll blühen und gedeihen, wie mein kleiner Paul. Perry. Genau, der heißt Leo. Für den Baum? Ja. Wir könnten Valentino Rossi nennen, weil es ist der Baum Nummer 46. Ob auch Max später ein berühmter Motorradrennfahrer wird? Das können wir machen. Die ganze Aktion soll übrigens nicht nur die Landschaft schöner machen, die Kinder sollen sich mit ihrer Heimat dadurch auch stärker verbunden fühlen. Dass sie später einmal herlaufen, weil sie das erzählt kriegen, die Leute machen ganz viele Fotos, die Kinder werden die Fotos mal irgendwann in die Hand bekommen. Und damit wollen wir natürlich Verwurzelung erreichen, genau, für die Landschaft, für die Natur, für die Heimat, wenn man so will. Wenn es für jedes Kind einen Baum gibt, dann könnten einige Eltern womöglich auf dumme Ideen kommen. Das heißt, das ist auch so ein bisschen eine Motivation eigentlich, auch nochmal Nachwuchs zu kriegen, oder? Meine, könnte ja noch ein Kind kommen. Ja, sicherlich, das ist nie ausgeschlossen, aber wir wollen uns erstmal um das eine hier kümmern, ne? Man muss es mit dem Kinderkriegen und Baumpflanzen ja nun auch wirklich nicht gleich übertreiben. Und jetzt weitere Nachrichten aus Sachsen, kurz und kompakt. Feuer in Autohaus. In Treuen im Vogtlandkreis ist ein Autohaus komplett ausgebrannt. Mehrere Fahrzeuge wurden vernichtet. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 700.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt jedoch wegen Brandstiftung. Lufthansa-Streik. Wegen des Streiks der Flugbegleiter sind auch heute an den Flughäfen Leipzig-Halle und Dresden Flüge gestrichen worden. In Leipzig betraf es 6 Flüge von und nach Frankfurt sowie 2 von und nach München. In Dresden wurden insgesamt 8 Flüge von und nach Frankfurt gestrichen. Der Streik soll laut Gewerkschaft UFO bis kommenden Freitag dauern. Morgen werde aber pausiert. Klage gescheitert. Die Stadt Mittweida ist vor dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht mit ihrer Klage gegen den IT-Zweckverband KISA vorerst gescheitert. Die Stadt soll wie alle anderen Kommunen, die KISA-Mitglieder sind, einen erheblichen Geldbetrag zahlen, um die Millionenschulden des Verbandes auszugleichen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Art Deco in Leipzig. Im Grassi-Museum ist eine Auswahl von Objekten des deutschen und internationalen Art Deco zu sehen. Gezeigt werden Vasen, Gefäße, Uhren, Leuchten und Bestecke aus den Jahren 1910 bis 1935. Eine Besonderheit ist auch der Ausstellungsraum. Die Pfeilerhalle im Grassi-Museum selbst gehört zum deutschen Art Deco und sucht europaweit ihresgleichen. Mit der Energie der Sonne lassen sich ja schon längst nicht mehr nur Taschenrechner antreiben, sondern inzwischen auch Autos, sogar Flugzeuge und natürlich auch Boote. Allerdings hält sich die Reichweite solcher Solarboote bislang noch stark in Grenzen. Häufig müssen die nach wenigen Minuten wieder an die Ladestation. Und mit genau diesem Problem beschäftigen sich die Forscher der Westsächsischen Hochschule in Zwickau und haben sich als Testgebiet den Heiner See südlich von Leipzig ausgesucht.
Hinter den Wolken hervorzaubern können sie sie nicht. Aber Rigo Herold, Matthias Würfel und Mirko Bodach haben die Sonne im Herzen und vor allem im Kopf. Drei in einem Boot, im übertragenen und gleich auch wörtlichen Sinn. Drei Professoren der Westsächsischen Hochschule Zwickau und ihr Lieblingsprojekt, ein von Sonnenenergie angetriebenes Motorboot. Die Helios soll vergleichbare und Vorgängermodelle, ja, in den Schatten stellen und funktionieren, auch wenn es schattig ist. Wir wollen uns ein Laubboot bauen, was eben auch nicht nur bei kompletten Sonnenschein weit raus auf den See fahren kann, sondern dass man mit einer entsprechenden neuen Kombination von Speichertechnologien auch bei mäßigem Wetter mit ins Laubboot weit fahren kann. Und das Wetter ist mäßig. Helios dennoch erstaunlich lange und flott unterwegs, mit bis zu 10 Kilometern pro Stunde. Und obwohl es hin und wieder sogar regnet, wird der Akku geladen. Das Geheimnis steckt in einer blau-schwarzen Box. Es ist ein Kondensator, Supercap genannt. Wir haben hier eine Batterie, eine Lithium-Ionen-Batterie mit einem Supercap kombiniert. Und damit können wir erreichen, dass wir die Lebensdauer von Batterien verlängern können, dass wir die Leistungsfähigkeit dieser Batterie erhöhen können und damit natürlich auch schnell reagieren können. Und das ist eigentlich der große Vorteil, dass wir hier verschiedene Speicher, das heißt ein duales Speichersystem auf dem Boot ausgerichtet haben. Die Grundlagen sind gelegt. Nun sollen vor allem die Studenten gefordert ins Boot geholt werden. Das ist ein Boot, was für Studenten zugänglich sein soll. Wir wollen mit den Studenten rausfahren, testen, Versuche machen, wollen ihnen zeigen, was heutzutage möglich ist mit solarer Energie. Das Ziel ist klar. Irgendwann soll die Helios beinahe unabhängig vom Wetter einfach nur fahren, fahren, fahren. Die Dresdner Semperoper kann in schöner Regelmäßigkeit mit wirklich großen Namen aufwarten, die als Gaststars in der Oper auftreten, um dann aber irgendwann wieder zurückzugehen nach New York oder nach Paris zum Beispiel. Und jetzt kommt erneut ein großer Star nach Dresden, diesmal allerdings, um länger zu bleiben. Die prima Ballerina Melissa Hamilton wechselt für diese Saison aus dem hippen London ins doch eher beschauliche Dresden. Und wir wollten wissen, warum. Sie ist da, Manon, die Schöne und Begehrte, die am Ende alles zerstören wird. Es ist die Traumrolle der Prima-Ballerina Melissa Hamilton. Schon am Londoner Royal Ballet hat sie sich als Manon auf Händen tragen lassen. Nun tanzt sie diese Rolle in Dresden und ist glücklich, dass sie hier sein darf. Die Company ist wirklich großartig. Sie haben mich mit offenen Armen empfangen und es ist ein Privileg, mit diesen Tänzern in Manon auf der Bühne zu stehen. Die Liebesgeschichte zwischen der vom Luxus betörten Manon und dem armen Studenten de Crieux begann in London vor einem Jahr. Der Dresdner Solist Jerzy Bubenicek traf Miss Hamilton und wusste, mit ihr will er tanzen. Nun gibt er seinen Bühnenabschied mit der Traumpartnerin. Ich habe sie gesehen, erzählt er, und mich sofort in sie verliebt. Sie habe eine unglaubliche Ausstrahlung auf der Bühne, aber eigentlich sei es nicht die ursprüngliche Idee gewesen, dass sie kommt und er geht. Ich habe nur gedacht, es wäre toll, wenn sie mal mit mir tanzt. Und das tut sie nun. Aus der schönen Idee zweier Tänzer wurde für Melissa Hamilton aber noch mehr. Ein Vertrag an der Semperoper für ein Jahr. Das hat sie selbst so gewollt, denn Dresden habe eine der besten Tanzkompanien der Welt. Ich komme nach Dresden wegen meiner Karriere. Ich habe das Gefühl, dass mir das Ballett der Semperoper in dieser Saison tolle Aufgaben anbietet, durch die ich mich besser entwickeln kann, was ich in London so nicht könnte. Heute Abend ist in Dresden Premiere von Manon. Einen schöneren Abschluss seiner Tänzerkarriere hätte sich der Solist Jerzy Bubenicek nicht vorstellen können, als dieses poetisch-tragische Ende mit Prima-Ballerina Melissa Hamilton. Und wenn der Vorhang gefallen ist, beginnt für beide eine neue aufregende Zeit. Für sie in Dresden und für ihn als Choreograf auf den Bühnen der Welt. Ja, damit betreten wir die große Fußballbühne. Wir kommen zum Sport. Und da war sowohl gestern als auch heute vor allem in der dritten Liga eine Menge los, oder Marc? So sieht's mal aus. Schönen guten Abend. Und vor allem wissen wir seit gestern Abend auch, dass zum Fußball nicht nur zwei gesunde Füße und mitunter Köpfchen gehören, sondern auch der Hintern.
Dynamo Dresden gestern in Wiesbaden. 92. Minute, Freistoß Stefaniak und mit dem allerwertesten Feldkapitän Hefele den Ball unhaltbar ab ins Tor. 2:2 der Endstand. Dynamo rettet also in letzter Sekunde einen Auswärtspunkt. Ja, und die Gastgeber, die waren fassungslos. Eigentlich hatten die Wiesbadener Dynamo im Sack. Aber eigentlich zählt im Fußball nicht. Ja, es ist einfach, es ist zum Kotzen einfach. Als ob man verloren hätte. So fühlt sich das an. Der ganze Spielfilm der Reihe nach. Im Blickpunkt des Geschehens zunächst ein neuer Mann im Dynamo-Tor. Jean-François Kornetzki, der den verletzten Blaswig zwischen den Pfosten vertritt. Seine erste Aktion nach knapp 6 Minuten. Den pflückt er sich ganz souverän herunter. Nach 18 Minuten Freistoß für die Hessen. Mehr als 30 Meter. Lorenz packt den Hammer aus und drin ist er. Nicht schlecht geschossen von Lorenz, aber bitteschön. Den darf ein Keeper an guten Tagen durchaus halten. Dynamo kommt erst nach der Pause zum Zug durch den eingewechselten Testrot. Schon vorige Woche gegen Magdeburg hat er als Joker gestochen und das klappt wieder. Bullig, zielstrebig, erfolgreich. 50. Minute 1:1. 10 Minuten später wieder Kornetzki im Mittelpunkt des Geschehens. Ein weiter Ball, der rutscht ihm völlig über die Handschuhe und Wiesbadens Schnellbacher sagt freundlich Danke. Und dann diese 2. Minute der Nachspielzeit. Stefaniak beim Freistoß überlegt, kurz lächelt, verschmitzt und spielt anschließend Billard mit dem Allerwertesten seines Kapitäns. Hinterher behaupten die Glückspilze, das sei Absicht gewesen. Dass es dann so klappt und funktioniert, dass er meinen Hinterteil abschießt und der geht dann so rein. Denke mal, dann war das zum Glück schon noch ein blaues Auge für Dynamo Dresden. Jetzt mal im Ernst, Sie wollten ihn in die kurze Ecke schießen, oder? Nee, war wirklich einstudiert. Ist das das Ergebnis von Geheimtraining? Ja. Ja. Wer so viel Dusel hat, der hat auch gut lachen. Dynamo schwimmt auf der berühmten Wurstbrühe weiter ganz oben. Tja, das war also einstudiert. Okay. Am 12. April 2003, also vor über 12 Jahren, standen sich der Chemnitzer FC und Erzgebirge Aue in einem Ligaduell das letzte Mal gegenüber. Heute war es endlich wieder soweit. Und schon immer hat dieses Westsachsen-Derby die Gemüter erhitzt. Heute allerdings bei einigen so sehr, dass es vor dem Spiel zu Tumulten kam. Auf einem YouTube-Video sind Anhänger von Erzgebirge Aue zu sehen, die einen Chemnitzer Fanpub nahe des Stadions attackieren. In dem Pub selbst hielten sich offenbar bereits CFC-Fans auf. Laut Polizei konnten beide Lager getrennt werden. Festnahmen gab es keine. Allerdings sei wegen Landfriedensbruch und Sachbeschädigung Anzeige erstattet worden. So, jetzt aber wieder zum eigentlichen Thema, zum Westsachsen-Derby. Es war das Duell der Kapitäne. Auf der einen Seite die Tormaschine der himmelblauen Anton Fink, auf der anderen Seite der in dieser Saison glänzend aufgelegte Torhüter Martin Mennel. Daher haben auch nicht wenige mit einem Unentschieden gerechnet, aber es kam anders. Martin Mennel Sekunden vor dem Abpfiff. Und dann Emotionen pur beim Auer Kapitän. Auf der anderen Seite ein fassungsloser Anton Fink. Obwohl der das Duell der Kapitäne nicht verloren hat, meint jedenfalls sein Auer Pongdong. Was uns beide angeht, vielleicht ein Unentschieden geworden, aber viel wichtiger ist ja am Ende das Endergebnis auf der Anzeigetafel. Die Altehrwürdige hier in Chemnitz und da steht heute ein Sieg für uns und den haben wir uns, denke ich, über die 90 Minuten schon verdient. Danach sieht es in den ersten Minuten aber erstmal nicht aus. Einwurf CFC in der 7. Minute, der landet über nur 2 Stationen bei Anton Fink. Und der himmelblaue Torschütze vom Dienst kann seinen mittlerweile 9. Saisontreffer bejubeln. Lässt Martin Mennel im Auer Tor keine Chance. Und der CFC weiter am Drücker. 20 Minuten gespielt und Freistoß. Doch den Kopfball von Jamil Dem entschärft der Auer Keeper mit einer ersten Glanzparade. Dann aber, eine Viertelstunde später, erstmals Frust beim CFC-Kapitän. Denn plötzlich sind die Auer richtig gut im Spiel. Sebastian Hartner und Simon Skarlatidis kombinieren die Gastgeber gnadenlos aus. Max Wegner in der Mitte steht genau richtig, nickt ein zum 1:1 Ausgleich. Und der Auer Kapitän, der kommt aus dem Jubeln gar nicht heraus. Denn nur 2 Minuten später Duplizität der Ereignisse. Wieder eine passgenaue Flanke, diesmal Christian Tiffert von rechts in die Mitte auf Niki Adler. Und auch der kann ungestört von der CFC-Abwehr einköpfen. Aue führt zur Halbzeit in Chemnitz mit 2:1.
Wie wir die zwei Gegentore bekommen, ist einfach zu einfach. Das ist kein Fußball, was wir da machen. Wir lassen ihn flanken und von hinten kommt er einfach und köpft zweimal ein. Ja, das ist zu billig. Das ist einfach nur dumm, was wir hier machen. Und dumm läuft es dann auch in den zweiten 45 Minuten für den CFC. Zunächst in dieser Szene. Aus Sebastian Hertner umklammert, elfmeterverdächtig, den inzwischen eingewechselten Ronny König im Strafraum. Aber kein Pfiff. Dann, kurz vor Schluss, verhindert der auch heute wieder bestens aufgelegte Auer Kapitän, dass der CFC nochmal zu einer Ecke kommt. Am Ende himmelblaue Ernüchterung, nur noch 4 Punkte bis zum ersten Abstiegsplatz und erste Rausrufe von den Rängen gegen CFC-Trainer Carsten Heine. So, weiter geht's mit Handball und da hat Bundesliga-Aufsteiger SC DHFK Leipzig in der laufenden Saison mächtig Aufsehen erregt. Die Sachsen haben beide mitteldeutsche Derbys gewonnen, also gegen Magdeburg und erst letztes Wochenende auch gegen Mitaufsteiger Eisenach. Und nicht nur das, von den bisher 11 Ligaspielen haben sie insgesamt schon 5-mal die Platte als Sieger verlassen. Dieses Wochenende ist Länderspielpause, Zeit also für eine erste Bilanz. Sie fliegen durch die Liga, dass es eine Freude ist und kommen aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus. 12-10 Punkte, Tabellenrang 9, ein traumhafter Start in die Saison. Träumereien aber sind seine Sache nicht. Geschäftsführer Carsten Günther weiß, der Erfolg ist das Ergebnis harter Arbeit. Auf der Platte wie abseits davon, hinter den Kulissen. Aber natürlich genießt er auch die Situation. Freut sich vor allem über die Art und Weise, wie sich die Jungs in der stärksten Liga der Welt behaupten, durchsetzen. Mit welcher Leidenschaft, Wucht und Nervenstärke, mit wie viel Spaß sie hier auftreten. Die haben auch im Sommer gearbeitet wie die Verrückten, also im athletischen Bereich, im mentalen Bereich. Sie haben jetzt mit neuen Mitspielern auch nochmal neue Impulse bekommen und haben sich super auf die erste Liga eingestellt. Und ich glaube, die sind auch noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung. Gilt irgendwie auch für die Fans. Knapp 30 Mitglieder sind im bislang einzigen offiziellen Fanclub Feuerball LE organisiert. Sprecherin Maria Theresia Kache arbeitet normalerweise in einer Apotheke in Leipzig-Leutsch. Die Spiele ihrer Jungs, ob daheim oder auswärts, verfolgt sie meistens live. Es ist einfach unglaublich, wie sie sich von Spiel zu Spiel steigern, immer über 100% geben, immer wieder versuchen, alles zu geben für ihren Traum in der Bundesliga. Aber nicht nur die Fans in Leipzig sind begeistert, sondern Fernsehzuschauer in ganz Deutschland, wie eine von der Bundesliga in Auftrag gegebene Medienanalyse belegt. Und da kam halt raus, dass die DHFK 9,5 Millionen TV-Zuschauer erreicht hat durch Beiträge Sport1, MDR bis hin ZDF Morgenmagazin. Und damit rangieren wir aktuell auf Platz 3 hinter Kiel und Magdeburg. Wichtiger aber sind die zahlenden Zuschauer in der Halle. Mit 3.500 hat der Verein kalkuliert, der Schnitt liegt derzeit bei 4.500 und da geht noch was. 6.000 Plätze bietet die Arena in der Konfiguration, wie wir sie jetzt spielen. Und die wollen wir auch irgendwann alle füllen. Am kommenden Mittwoch geht das Abenteuer Bundesliga weiter beim derzeit noch ungeschlagenen Tabellenführer, den Rhein-Neckar-Löwen. Und das war's von uns für heute. Stefanie Meißner hat jetzt noch die Wetteraussichten. Tschüss und schönen Abend noch.